Willkommen bei Mathematik macht Freunde. Ich möchte hier einen Überblick über funktionale Abhängigkeiten bieten. Funktionen werden häufig dazu verwendet, um unsere Wirklichkeit in vereinfachter Form darzustellen, Überlegungen anzustellen und vielleicht auch in Berechnungen, die wir dann in der Wirklichkeit wieder verwenden können, durchzuführen. Diese Abbildung oder dieses Modell, das aus der Wirklichkeit erstellt wird, wird oft Kontext innerhalb von verschiedenen Beispielen genannt oder Sachzusammenhang. Ein einfaches Beispiel dazu wäre ein Fahrzeug, das sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt über eine gewisse Zeit und die Strecke, die dieses Fahrzeug zurückgelegt hat, aufgezeichnet wird in Kilometern. Wir haben dieses Fahrzeug, das sich hier mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, F1, das zum Zeitpunkt 0 losfährt. Etwas später fährt ein zweites Fahrzeug los, das etwas schneller fährt, auch wieder mit konstanter Geschwindigkeit. Jetzt kann man sich zum Beispiel überlegen, wann trifft das Fahrzeug F2 auf das Fahrzeug F1 bzw. überholt es oder hat die gleiche oder eine längere Strecke zurückgelegt als das erste Fahrzeug. Also hier in so einem Beispiel wäre es wichtig, aus einem Graphen den Bezug zum Kontext herzustellen, zu verstehen, dass hier auf der x-Achse die Zeitpunkte sind, dass auf der y-Achse die Streckenlänge angegeben ist, die die Fahrzeuge zurücklegen und dies in Verbindung zu bringen. Hat man nun solche Funktionsgraphen, ist es nützlich, diese beschreiben zu können. Verschiedene Funktionen haben bestimmte Eigenschaften. Man kann sich das so vorstellen, wie bei einem Bild, das man irgendwo gesehen hat und das gerne beschreiben möchte. Also zum Beispiel würde man bei einem Bild sagen, welche Farben darin vorkommen, welche Formen, mit welchem Material es gemalt worden ist, wie groß selber das Bild ist, beziehungsweise der Rahmen. All das würde man verwenden, um dieses Bild zu beschreiben und auch die Motive, die darin abgebildet sind. Und genauso ist das bei den Funktionen. Bei den Funktionen ist zum Beispiel die Monotonie ein wichtiges Element, damit man sich eine Vorstellung von einer Funktion machen kann. Also zum Beispiel könnte man erklären, dass in einem gewissen Bereich die Funktion streng monoton steigend ist, dann ist sie im nächsten Bereich streng monoton fallend, in einem weiteren Bereich konstant, dann wieder streng monoton steigend und so weiter und so fort. Andere Elemente, die sich teilweise aus der Monotonie ergeben, teilweise nicht, sind Extrem- oder Sattelstellen, die die Funktion beschreiben. Wenn ich sagen kann, wo sich lokale oder globale Minima oder Maxima befinden, beziehungsweise Sattelstellen, dann kann ich diese Funktion auch schon mir besser vorstellen, beziehungsweise sogar zeichnen. Zusätzlich zu diesen Elementen ist die Krümmung von großer Relevanz. Also man überlegt sich, wo ist die Funktion positiv gekrümmt, in welchen Bereichen ist sie negativ gekrümmt, wo sind die Wendepunkte im Graphen der Funktion. Auch das ist eine große Hilfe, sich die Funktion vorzustellen. Dazu kommen Symmetrieeigenschaften oder die Periodizität, die das Bild dann vervollständigen bzw. das Zeichnen von Funktionsgraphen vereinfachen. Also hier sieht man, diese Eigenschaften dienen dazu, sich eine Vorstellung vom Graphen einer Funktion zu machen. Davon ausgehend kann man sagen, es gibt bestimmte Funktionstypen, die genauer untersucht worden sind, die schon bekannt sind, die uns sehr geläufig sind, wo wir nicht nur die Eigenschaften der Graphen kennen, sondern auch die Termdarstellung. Also diese Funktionstypen wären zum Beispiel lineare Funktionen, aber auch konstante Funktionen. Wir wissen auch, wie der Graph und die Termdarstellung einer quadratischen Funktion ausschaut, die nach oben oder nach unten offen sein kann, weiter oder weniger weit geöffnet. Ein anderes Beispiel wären die Exponentialfunktionen und so weiter und so fort. Diese Funktionstypen sind bei diesem Thema sehr wichtig, die erkennen zu können, die Funktionsterme zu kennen und eben auch die grafische Darstellung von denen zu kennen.
zurück zum Kontext, nicht, also man geht nicht unbedingt nur von der Wirklichkeit aus, sondern auch schon von Formeln, die entweder bekannt sind oder die man aufgestellt hat und möchte daraus eine funktionale Abhängigkeit bilden. Das heißt, man wird diese Formeln umformen und sich dann überlegen, zum Beispiel, welche sind die Eigenschaften des Graphen oder was ergibt es für einen Funktionstypen? Gibt es einen bekannten Funktionstypen? Man muss nur eines aufpassen: bei der Umformung von diesen Formeln, um sie zu einer funktionalen Abhängigkeit zu machen, muss man auch überprüfen, ob es sich auch wirklich um Funktionen handelt, weil das muss nicht unbedingt der Fall sein. Dazu muss man sich die Definitionsmenge genauer anschauen und die Wertemenge und sich überlegen, ob wirklich alle Elemente dieser Definitionsmenge auch wirklich auf nur genau ein Element der Wertemenge abgebildet sind, damit es hier eine funktionale Abhängigkeit ist. Wenn zum Beispiel ein Element dieses hier auf ein zweites Element der Wertemenge abgebildet wird, so ist es hier keine Funktion mehr. Das heißt, man wird sich entweder überlegen müssen, die Definitionsmenge anzupassen und dieses problematische Element zu entfernen, oder wenn das nicht möglich ist, beziehungsweise zu schwierig ist, sich zu überlegen, wie man die funktionale Abhängigkeit ändert, ausgehend von dieser Formel, damit man das eben erreicht. Ja? Also hier ist noch einmal so der Überblick, was wichtig ist zum Thema funktionalen Abhängigkeiten, Funktionen bzw. deren Graphen in Beziehung zum Kontext zu bringen, die Eigenschaften, die wichtigsten von Funktionen zu kennen, bestimmte Funktionstypen, die besonders bekannt sind, kennen und deren Eigenschaften und dann ausgehend von Formeln funktionale Abhängigkeiten erstellen können und auch wissen, wann habe ich eine Funktion und wann ist es keine Funktion? Ich wünsche jetzt noch viel Spaß beim Lernen und Üben zum Thema funktionale Abhängigkeiten.